Nee, ich setze mich doch lieber nach. Ich setze mich doch lieber an meinen. Oh, Schreibtisch. Ja. Dann war das knapp. Ist klar, also. Drei, zwei, eins. Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Tiny Cow. Ich war jetzt ungefähr 24 Stunden weg, hab nicht aufgenommen oder so. Ich hab halt alles eigentlich in Folge gemacht. Nur halt jetzt habe ich halt taglang nicht aufgenommen, also gestern. Nur heute. Und das heißt. Ja, ich krieg jetzt ganz viele Sachen. 25.200 Kühe, wird wahrscheinlich jetzt komplett voll sein. Und 5.314 Trillionen Geld. 5 Trillionen oder 5.000 Trillionen? Ne, 5.000 Trillionen wäre gar nicht. Aber ich habe auch noch das Daily Gift. 24 davon. Dann noch den National Geographic Old Cheese. Archaeologist uncover 700-year-old slab of Parmesan cheese in France, making it the oldest specimen still intact. That's cheesing ancient. Nein, ach Mann, ich hab den krassen Vogel nicht erwischt. Alter, lässt jetzt Wasser fallen? Nö, doch nicht, okay. Ich brauche halt nur ein bisschen noch mehr Kühe. Boom. Oh, okay. Learning the cheese, sell food worth 300.000. Now, because it gets a permanent bonus on your earnings and running cultures when your prestige, bla bla bla. Ach, das Käse so viel wert sein soll, halt jeder Käse. Okay, erstmal bevor wir alles andere gucken, gucken wir uns die Zeitung nochmal an. Bald Street Journal. Don't make sense. With so much of the world in love with cheese, scientists finally gave us something we can use. Cheese would now never degrade in smell, allowing it to be kept much longer. Wonderful! Cool zu wissen auf jeden Fall. Dann machen wir uns noch ein bisschen Kühe und dann gucken wir uns mal alle Achievements an, die ich gerade fertig gemacht habe. Mit einfach. Ich habe eins fertig gehabt und dann plötzlich so zack. Kommen noch so drei andere. Jo. Alter, es leckt schon wieder wegen den ganzen Kühen. Na gut, die verpissen sich jetzt auch. Wie viel kann ich denn haben überhaupt? 96? Uiuiui. So, da gucken wir uns das doch mal an hier. Also, Increased Shipping Fleet Average Capacity of R2 100.000. Okay, das war ja easy. Expand your farm to hold 50.000 cows. Ja, habe ich auch. 1 Billion in 1 Second, ja auch. Ein paar Trillionen davon und das will ich jetzt nicht. So, das Silber, das und dann. Wo ist das? Ich will, dass Käse mehr wert ist. Cheese Value, genau. Direkt hoch machen. Milk Rate kann ich auch. Bisschen upgraden. Okay, das war auch gerade nötig. Dann Pottery Charger auch gekauft. Und mehr geht jetzt nicht. Hier kann ich natürlich noch Cloning and Factory Refill. Ja, das brauche ich auch auf jeden Fall. Dann mache ich jetzt noch mal viele neue Kühe. Oh, was mir aufgefallen ist gerade. Das verbessert das könnt ihr mal gucken gleich hier das blaue Haus, also das Labor, das Research Lab,
Das verbessert sich auch die ganze Zeit. So, gucken wir uns das doch mal an. Ich brauche eine Farm, die 165 Trillionen wert ist. Oh yeah, oh yeah. Geld ist Macht. Macht ist Geld, würde ich sagen. So. Da wollte ich jetzt nicht. Ich wollte hier drauf. Ball Street Journal. Parmesan Perp. While awaiting analysis at the Museum of Cheese Peak Bay, ancient slab of Parmesan cheese stolen away. Authorities have no leads. Cheese thieving. In der Tat. Also, kannst du ansehen, ne? Ach ja, ich war kurz, ihr wisst schon, weg. Was für kurz weg eigentlich? Ich habe das kurz mal gespielt, während ich nicht aufgenommen habe, nur ganz kurz. Was umzustellen. Ja, ich habe auch gerade ganz viel Zeit zum Aufnehmen, weil mein Bruder ist nicht da. Also der ist gerade im Urlaub. Der ist schon erwachsen, der ist im Urlaub mit seiner Freundin und ja, easy habe ich noch Zeit. Der ist bis Donnerstag ist der, glaube ich, weg. Da kann ich, in der Zeit kann ich voll viel aufnehmen, weil dann stört er mich, da kann ich auch an einem besseren Ort aufnehmen als in meinem Bett. So. So, gucken wir uns das mal hier an. Aha. Boom, boom, boom. Ey, das. Guck mal, wie schnell sich das jetzt auffüllt. Beim Clone Factory. Das geht eigentlich mega schnell. Deswegen erstmal. Noch viele Kühe machen. Oh mein Gott, das laggt aber immer, wenn ich richtig viele Kühe habe, dann laggt es immer des Todes. Auf jeden Fall cool. Ja, ich kriege auch gar nicht Stats. Farm Value ist richtig krass. Cheese Production Rate, fast 2 Millionen Käse in der Minute. Lifetime Earning 12 Trillionen, fast 13. Prestige Earning Bonus. Nee, gerade mal nicht. Eigentlich würde ich sagen, sogar heute mal nicht. Ha, hier, das macht richtig, richtig viele Kühe, Alter. So, ja, ich weiß aber auch nicht, wie lange ich dieses Let's Play noch ziehen werde, weil wir kennen ja jetzt eigentlich schon alles. Es geht halt einfach noch immer weiter, aber irgendwie, ach, keine Ahnung, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Ich glaube, die Parmesan, ich mache erstmal einen Screenshot für das Thumbnail, weil wir versuchen, den Parmesan heute zu bekommen. Ne? So, auf jeden Fall, aber es kann auf jeden Fall noch was dauern. Kaufe ich mir nichts. Für jede Kuh, die gerade auf dem Feld ist, ein bisschen was gekauft, nämlich das Marching Music. Ja, dann kaufe ich mir das jetzt noch einmal. Kann ich eigentlich auch die maximale Kapazität? Es gibt ja das. Oh, für Ruhe. Das hole ich mir. Multi-Clone-Pots. Das ist so krass. Multi-Clone-Pots ist so übel hart. Geil. Cloning Factory Capacity in meinem Aquarium. Auf 50, Alter.
Also 50 hoch. Und das zu dem, was schon ist. Also ist das harte Scheiße, Alter. Das habe ich auch komplett übersehen. Das war so dumm, warum habe ich das nicht direkt eben die ganze Zeit einfach geupgradet. Aber egal, wir werden erstmal noch ein bisschen Kühe machen. Weil die sind ja wichtig. Ich kann zwar irgendwie nur so 600 machen, aber das halt auch immer wieder. 300 Billionen, das ging gerade. Das ging klar. Krasse Vogel, habe ich gerade gehört. Okay, nicht erwischt. Das hat auch echt ein bisschen gelaggt. Achso, man konnte das nur einmal machen. Aber guck mal, es geht jetzt gar nicht mehr runter, wenn ich einfach draufklicke. Also nur ein bisschen, aber nicht so viel. Auf jeden Fall viel weniger. Oh, was kriege ich denn da? Ah, ein Random Gift, okay. 700. Boom, das nochmal. Die Marching Music. Jetzt haben wir gleich da oben 0 stehen, oder? Schaffen wir das? Und dass da jetzt gleich mal 0 steht kurz. Ja, da steht einfach gar nichts. Wenn ich eine Kuh habe, das gibt dann irgendwie 0,1. Und jetzt mache ich jetzt ganz viele Kühe. Und guck mal, wie schnell das jetzt steigt. Ich tippe jetzt richtig schnell und wie schnell das jetzt steigt. Boom. Alter. So. Da, okay, jetzt verstehe ich das auch. Da kriege ich sogar maximal halt mehr. Cheese Value Bonus for each running cow ist auch halt einfach der Bonus. Auch, dass ich auch halt mehr Bonus kriegen kann. Perfekt. Million Rate. Boom. Boom. Ja. Warten wir nochmal, bis das aufgeladen ist. Das unten. Machen dann nochmal Kühe. Und bevor alle drin sind, die ich gemacht habe, ist schon wieder voll aufgeladen. Das finde ich mega, mega nice. Aber ich glaube, ich bin jetzt hinter das Mysterium gekommen. Immer wenn ich ein neues Tier kriege, also bei den Researches, dann upgrade sich auch das Haus. Ja Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich doch mal das Video. Folgt mir auf jeden Fall noch auf Instagram. Aber abonniert auf jeden Fall meinen neuen Kanal IntroSepp56. Dort mache ich nämlich jetzt halt so Intros, Intro-Verlosungen und so weiter. Und bla bla bla. Folgt ihm auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ciao.